Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit den Anime-Karten, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die es bisher nur im Anime gibt, denn im Anime gibt es halt eine ganze Menge coole Karten, die es bisher nie ins Kartenspiel geschafft haben und es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber zu reden und ich werde mich zunächst wirklich nur auf Karten fokussieren, die es nur im Anime gibt, die es wirklich gar nicht im TCG gibt. Denn es gibt auch eine ganze Menge Karten, die halt im Anime einfach nur andere Effekte haben. Aber die finde ich persönlich nicht so interessant. Mir geht es mehr um Karten, die es wirklich gar nicht im Kartenspiel gibt, weil die halt vollkommen neue, innovative Effekte haben. Und ich stelle mir in diesem Format die Frage, ob diese Karten halt wirklich das Spiel bereichern würden oder ob sie ihm schaden würden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Karte. Heute beginnen wir mal wieder mit einer sehr interessanten Karte, und zwar die Karte Dice Crisis, die von Charlie McKay benutzt wird im Sexal-Anime Folge 32. Und das ist eine permanente Fallenkarte mit einem unfassbar schlechten Effekt. Wenn ein gegnerisches Monster angreift, aktiviere diese Karte, indem du das Monster als Ziel wählst, wirf einen sechsseitigen Würfel und wenn du eine 6 gewürfelt hast, dann rüste diese Karte an das Monster aus. Übernimm die Kontrolle über das Monster und seine Angriffspunkte werden zu 0. Wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, dann bekommt der Gegner das Monster zurück und wenn das Monster das Spielfeld verlässt, dann wird diese Karte hier zerstört. Das bedeutet, man kann zu einer Chance von 1 zu 6 ein Monster des Gegners klauen, wenn es einen Angriff deklariert und das Monster bekommt dann auch noch sämtliche Angriffspunkte abgezogen. Wer zur Hölle soll diese Karte bitte spielen? Ich meine, die meisten Spieler werden den Effekt der Karte niemals einsetzen können, weil man einfach nur sehr selten eine 6 würfelt. Das ist einfach richtig dumm. Ich meine, Glückskarten sind sowieso nicht gut im kompetitiven Spiel, aber eine Karte, die eine so niedrige Wahrscheinlichkeit hat, ein Monster zu übernehmen, warum zur Hölle sollte man sowas nutzen? Das Problem ist ganz einfach, dass man voraussetzt, dass der Gegner ein Monster hat, das man unbedingt haben möchte und das einem was bringt, obwohl es quasi dann keine Angriffspunkte mehr hat. Und das ist recht unwahrscheinlich. In einem Mirror Match kann das vielleicht mal passieren, aber ansonsten ist die Karte relativ scheiße. Und somit ist die Karte quasi nur sinnvoll im Side Deck und naja, das ist auch extrem fragwürdig. Also ich denke mal, die Karte würde keiner nutzen und sie hat einen wirklich extrem schlechten Effekt. Und das ist halt mal wieder so eine Anime-Karte, die einfach in einer Folge des Animes irgendwie aktivierbar war. Und dann haben sie natürlich eine 6 geworfen und die Karte hat natürlich Einfluss gehabt aufs Spiel. Aber ich denke mal, dass wir so eine Karte niemals bekommen werden, denn die würde halt niemand spielen. Die nächste Karte wäre da auf jeden Fall etwas spielstärker, und zwar die Karte Good Hero, die von Jane Yuki benutzt wird im GX-Anime Folge 87. Und das Ganze ist eine Ausrüstungszauberkarte mit einem recht interessanten Effekt. Spezialbeschwöre ein normales Monster mit 1000 oder weniger Angriffspunkten und Verteidigungspunkten von deinem Deck und rüste es mit dieser Karte aus. Das Monster erhält 300 Angriffspunkte für jedes offene Elementalheit-Monster, das du kontrollierst. Wenn diese Karte zerstört wird, zerstöre das ausgerüstete Monster. Das bedeutet, man kann damit aus dem Deck schwache normale Monster holen. Hört sich erstmal gar nicht mal so gut an zur heutigen Zeit, allerdings wäre das ziemlich relevant für diverse Fun-Decks, beispielsweise Ojama oder sowas in der Art. Halt Decks, die schwache, normale Monster spielen und die auch brauchen. Die Sache ist, wir haben schon die Karte Unexpected Die und mit dieser Zauberkarte kann man auch normale Monster aus dem Deck holen, allerdings darf man dafür keine anderen normalen Monster kontrollieren. Das heißt, in Decks, die nur schwache, normale Monster spielen, wäre diese Karte auf jeden Fall eine schöne Ergänzung, weil man quasi die Downside von Unexpected Die da nicht spielen muss. Und somit kann man sich normale Monster holen, wann auch immer man möchte. Man hat dann quasi eine gratis Spezialbeschwörung mitten in seinem Spielzug und das ist halt durchaus nicht übel. Für Link Plays oder was auch immer, da kann man heutzutage einige Sachen mitmachen. Und das Schöne ist halt auch, damit würde man die alten Helden mal wieder so ein bisschen supporten. Ich weiß, sie würde trotzdem keiner spielen, denn die maskierten Helden sind einfach viel zu dominant. Aber trotzdem ist das hier halt so eine Karte von den alten Elementarhelden, die es nie ins Spiel geschafft hat. Und die wäre halt schon eine Bereicherung. Also auf jeden Fall eine Karte, die man so ins Spiel integrieren könnte. Und ich denke mal, die würde man auch in diversen Fun-Decks auf jeden Fall sehen. Schade, dass wir die nie bekommen haben. Die nächste Karte ist allerdings mal wieder ziemlich schlecht, und zwar die Karte Freedom Bird. Das ist ein Monster, das von Max benutzt wird im PFDs Anime Folge 111 gegen Jack Atlas. Und das Ganze ist ein Stufe 1 Windmonster mit dem Typen Geflügeltes Ungeheuer und den Werten 0-0 und dem Effekt, wenn dein Gegner Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschwört, du kannst ein Exemplar von Freedom Bird von deinem Deck specialen. Das heißt, jedes Mal, wenn der Gegner irgendwas beschwört, kann man sich einen weiteren Freedom Bird aus dem Deck holen. Hört sich erstmal ziemlich geil an, allerdings sind das halt 0-0er Monster mit Stufe 1 und damit kann man nicht so viele krasse Sachen bauen. Ich meine, klar, zur Linkzeit gibt es ja jetzt wieder mehr Möglichkeiten, aber das Problem ist einfach, die Karte ist unfassbar langsam. Man muss die Karte hinlegen in Angriffsposition, sodass sie halt den Effekt nutzen kann und dann muss man damit seinen Zug beenden und dann muss der Gegner halt Monster beschwören, sodass ihr den Effekt von Freedom Bird einsetzen könnt. Und dann bekommt ihr Monster, die ebenfalls 0-0 haben, keinen richtigen Effekt und so weiter. Und die sind halt quasi nur Futter für XC-Plays oder Link-Plays und das war's dann auch schon. Und mehr macht Freedom Bird nicht.
Und das Problem ist dabei einfach, man gibt dem Gegner die Kontrolle darüber, wie viele Monster man bekommt. Also der Gegner kann einfach nach einer Beschwörung abbrechen, wenn er merkt, dass die Freedom Birds zum Problem werden. Und dann hat man quasi nichts mit der Karte hier gewonnen. Und wie gesagt, die kostet die Normal Summon, also Freedom Bird selbst, und dann liegt sie nur da mit 0-0 in Angriffsposition. Und das ist halt nicht gerade optimal. Also das ist so eine Karte, die würde man wahrscheinlich in keinem Deck so wirklich spielen. Die Karte hat zwar einen recht interessanten Effekt, der sich schon ein bisschen abhebt, aber leider kein richtiges Einsatzgebiet. Die nächste Karte kommt allerdings auch aus dem FFDs Anime, und zwar die Karte Dodge Roll, und die wird benutzt von Kellen Kessler in der Folge 91, und das Ganze ist eine normale Fallenkarte mit dem Effekt: Schaden, der einem Spieler zugefügt werden würde, wird einmalig zu 0. Das bedeutet, man kann damit quasi einen Schaden komplett umgehen und mehr macht Dodge Roll nicht. Das heißt, man geht quasi minus 1 dafür, einmalig sich vor Schaden zu schützen. Ist das sinnvoll? Eigentlich eher nicht. Also ich würde nicht sagen, dass man Dodge Roll groß spielen könnte. Die Sache ist die, wenn wir irgendwann mal ein nerviges Deck bekommen, das irgendwie relevant werden würde, das halt auf einen Schlag sehr viel Schaden machen würde, also so Sachen wie Würfelkrug oder so, von sowas rede ich hier, dann könnte man mit Dodge Roll auf jeden Fall den Gegner ziemlich gut outplayen. Die Sache ist, so ein Deck gibt es bisher noch nicht und ich denke auch nicht, dass wir das in nächster Zeit bekommen. Und gegen so Decks wie Trickster bringt so eine Karte halt nichts, weil die halt sehr häufig sehr wenig Schaden machen. Und dementsprechend könnte man, wenn man einmal Schaden abfängt, nicht genug Schaden umgehen, damit die Karte Worth wäre. Und somit ist Dodge Roll leider bisher keine relevante Karte, auch wenn sie jetzt rauskommen würde. Und ich denke auch nicht, dass wir die in nächster Zeit bekommen werden. Aber wenn es mal ein Deck geben wird in Zukunft, das halt darauf setzt, einmalig sehr viel Schaden zu machen, dann könnte man dieses Deck sehr gut mit Dodge Roll outplayen und dann könnte man die Karte zumindest einsetzen im kompetitiven Spiel. Die Sache ist aber, es gibt die Handtrap Hanewatta und die kann euch einen Spielzug lang vor sämtlichen Effektschaden schützen. Und somit wäre diese Fallenkarte hier nur dann relevant, wenn es sich um Kampfschaden handelt. Und davon eine Menge ins Gesicht zu bekommen, das passiert eigentlich nur bei Fun-Decks, bei irgendwelchen Troll-Decks, die irgendwie 10.000 Schaden machen wollen. Und das ist halt recht unwahrscheinlich, sowas abzubekommen. Dennoch wäre die Karte so zumindest irgendwie verwendbar. Dann hätte sie allerdings wieder das Problem, dass es halt diverse andere Karten gibt, die bereits Kämpfe abfangen können. Und die sind halt viel einfacher zu verwenden, weil sie halt gesamte Battle-Phasen stoppen können oder dergleichen. Und da kann diese Fallenkarte halt mal wieder überhaupt nicht mithalten. Ich meine, so Karten wie Wabuku oder Angst oder Angst Gebrüll oder Battlefader, die sind 10-mal besser. Und zwar eine ganze Battlephase lang. Sprich, die Karte hat einfach, egal wie man das betrachtet, riesige Konkurrenz und deswegen würde die Karte wahrscheinlich kaum einer spielen. Doch, da kommen wir auch schon zu der letzten Karte der heutigen Folge, und zwar die Karte Gap Power, die von Yuya benutzt wird im Arc 5 Anime, Folge 78-79. Und das Ganze ist eine normale Zauberkarte mit dem Effekt: Wenn dein Gegner höhere Lifepoints hat als du, wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Es erhält Angriffspunkte in Höhe der Lifepoint-Differenz beider Spieler durch 2 bis zum Ende der Battlephase. Das heißt, wenn ihr jetzt 4000 Lifepoints habt und der Gegner hat 8000, dann bekommt euer Monster 2000 Angriffspunkte dazu bis zum Ende der Battlephase. Die Sache ist, das ist halt nicht sonderlich krass. Man kann das auf die Spitze treiben und vielleicht auch mal 3000 Angriffspunkte dadurch bekommen und vielleicht auch mal 4000, wenn man Glück hat. Aber das war's dann halt auch schon. Also eine OTK-Karte wird das hier wahrscheinlich nie werden. Egal wie hart man die abused und egal wie viele Lifepoints man zahlt, um die Lifepoint-Differenz in die Höhe zu treiben. Aber Leute, man kann damit recht gut ein Monster kurzzeitig boosten, um einen Kampf zu gewinnen. Somit wäre das quasi eine von diesen langsamen Kampfgewinnkarten, von denen es halt schon ganz viele gibt. Das Problem von Gap Power ist leider, dass es keine Schnellzauberkarte ist, weil sonst wäre die Karte eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber so wird man die Karte wahrscheinlich niemals so Karten wie Verbotene Lanze vorziehen und deswegen wird es so eine Karte auch wahrscheinlich erstmal nicht geben. Ich finde aber die Idee hinter der Karte ganz interessant und deswegen würde es mich freuen, wenn wir so eine ähnliche Karte vielleicht mal als Schnellzauberkarte bekommen würden, weil das wäre dann auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Anime-Karten. Hier seht ihr nochmal die Karten, die in der heutigen Folge erschienen sind. Und es war auf jeden Fall interessant, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, ob ihr sie zu stark findet, ob ihr sie zu schwach findet, ob man sie ins TCG integrieren könnte oder ob sie dem Spiel schaden würden. Und ich hoffe wie immer, dass sich daraus eine schöne Diskussion entwickelt, wäre auf jeden Fall cool. Und schreibt mir auch gerne weitere Karten in die Kommentare, die ich mal in diesem Format erwähnen soll, aber wie gesagt, ich fokussiere mich zunächst mal nur auf Karten, die es halt wirklich nur im Anime gibt. Und ganz wichtig Leute, als Quelle gebe ich immer die Yu-Gi-Oh! Wiki-Seite an, die englische, wo man sich halt belesen kann, wo Karten eingesetzt wurden im Anime, was sie können und so weiter. Und ich finde so Quellen wie Yu-Gi-Oh! Pro oder so,
da relativ unzuverlässig, deswegen immer auf das Wiki achten, denn das ist meine Quelle und die ist auch in der Beschreibung verlinkt, so wie immer. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch mal auf meine anderen Kanäle, meinen Gaming-Kanal und meinen Livestream-Ankündigungskanal. Wenn ich mal online bin auf Twitch, werde ich es da immer zuerst ankündigen. Und schaut auch mal zu den Videos auf der rechten Seite. Das obere Video ist ein Video, was euch laut YouTube am besten gefällt. Und das untere Video ist die vorherige Folge dieses Formats. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss.